So, Checker-Freunde, wir machen einen Parkassistent. Jo, wir drücken hier rechts die Taste neben dem Schalthebel und dann sagt er, wir sollen vorfahren. Und dann sage ich, okay, dann machen wir das mal. Dann fahren wir vor, wir blinken noch ein bisschen. So, jetzt sagt er uns rückwärts rechts rein. Parklücke erkannt. Dann machen wir Rückwärtsgang rein. So, alles recht scharf. Und ja, nur auf die Bremse drücken. Wir haben natürlich 360 Grad mit dabei. Macht das Ganze ein bisschen einfacher. Jetzt haben wir auf die Bremse gehen, wenn er piepst und vor. Ah, dann korrigiert er nochmal in die Mitte. Okay. Wieder Bremse, Rückwärtsgang. Also sogenanntes teilautonomes Einparken. Ich habe jetzt gerade nur diese große Lücke gefunden. Macht das super. Steht drin. Rechts haben wir knapp einen halben Meter. Links hat er jetzt ein bisschen mehr Platz gelassen. Er hat sich jetzt an rechts orientiert. Das finde ich gut. Das passt. Und jetzt machen wir das Ganze mal noch vorwärts. So, jetzt machen wir mal vorwärts einparken. Fahrassistenzknopf drücken. Parkassist. Fahren wir mal vor. So, stopp. Und dann drücken wir rückwärts. Aha. Was macht er denn? Aha, der sucht sich. Aha. Interessant. Der sucht sich jetzt anhand vom Platz den Weg, wie er da am besten in die Lücke reinkommt. Das ist cool, weil wir haben ja 4,70 Meter. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Jetzt sollte er eigentlich noch mal zurück gleich. Jetzt geht er noch ein bisschen nach links. Okay, wieder zurück, ja, weil wir stehen noch zu nah rechts. Jetzt fährt er wieder zurück und müsste normalerweise jetzt noch mal ein bisschen ausholen. Ja, er fährt weiter zurück. Jetzt wieder vor, jetzt müsste er links rüberziehen, genau. Jo. Also dem kann man schon vertrauen, also er merkt sich das, ja. Also auch wenn es piepst, safe weitermachen lassen, das funktioniert. Jetzt voll rein, genau. Lenkrad gerade stellen. Schon cool. Also das war jetzt schon cool. Also das vorwärts so einparken, dass er sich den Platz sucht, wie er am besten da reinkommt rückwärts. Ruhe. Ja, das ist schon eine lästige Geschichte. Ja, wenn ich jetzt einen Rückwärtsgang einlege, dann zeigt er uns an, wenn was kommt. Jetzt fahre ich hier mal zurück. Ja. Genau, perfekt. Ich habe das Auto noch gar nicht gesehen, aber er sagt mir schon, von rechts kam was. Ne? Das ist schon wirklich gut gemacht. Jetzt gehen wir nochmal vor. Jetzt kommen natürlich nicht wirklich viele Fahrzeuge. So. So, jetzt war mein Rückwärtsgang. Ja. Jetzt kam da gerade eine Frau. Sehen Sie da? Die hat er super erkannt, dass da jemand vorbeiläuft. Also ist es relativ gut, dass man auch ein Fahrrad oder eine Person übersieht und er das wirklich gut erkennt, obwohl es eine kleinere Angriffsfläche ist. Ja, aber jetzt kommt hier schon wieder ein Auto. Fahr mal raus. Ja, sehr gut. Und ich habe den nicht gesehen. Hey, das ist schon eine sehr interessante Geschichte, was der hier ausmacht. So. Schauen wir nochmal, ob was kommt. Ja, passt. Jetzt stellen wir uns mal hier rechts rein und suchen mal nach einem Parkplatz. Jetzt fahren wir mal. Lassen wir den mal hier einparken. Jo, das macht er richtig gut. Ja, oh, da fährt er sauber ran. Ja.
vorwärts. Jetzt müsst ihr noch ein bisschen rechts ran. Dann nochmal ein Stückchen zurück. So. Perfekt. Ratzfatz. Und knappe 10 cm. Also das hat er richtig gut gemacht. Quer einparken rechts. Saubere Geschichte. Jetzt würde ich sagen, machen wir noch Fahrassistenzsysteme. Wir haben noch ein Ambiente-Video, wir haben noch System-Video, Hauptcheck-Video haben wir noch. Dann extra Video mit der Variabilität, was wir alles machen können. Schaut es euch auch noch an. Und dann geht es jetzt weiter. Rangierassistent, jetzt bin ich mal gespannt. Das müsste eigentlich der sein. Eigentlich müsste der ja, wenn ich nicht bremse. So, wenn ich jetzt nicht bremse, müsste er eigentlich bremsen. Boah, Alter! Ja, funktioniert. Also, das ist richtig gut. Jetzt gehe ich mal kurz raus und schau mal kurz. Ich mache mal ein Bild, was ich da für ein Dings habe. So, man sieht da, da sind noch 15 cm Platz. Wir versuchen das mal mit der Kamera zu finden. So, und zwar mit der Rangierkamera hier. So, das sehen wir es nicht wirklich, schade. Also es ist noch ein bisschen Platz. Man sieht es nicht so ganz genau, aber weil jetzt alles grün ist. Aber der funktioniert richtig gut. Also, geile Geschichte, man erschrickt so, weil es das Pedal wegdrückt, ja, durchs ABS. Und somit zeigt es halt, Achtung, ich mache jetzt gerade Bremsaktion. Im Studio. Ja, sind gerade beim Fifth Avenue auf dem Parkplatz. Ist momentan auch zu, ne? Leider Gottes. Aber so ist es halt. Machen wir das Beste draußen, Sport daheim. Also, wir testen weiter. Macht's gut. Bis denn. Rangierassistent, Bremsassistent. Funktioniert. Ja, wir haben unsere 360-Grad-Kamera, die extra kostet. Und wir haben folgende Möglichkeiten. Klar, wir können hier, falsche Seite, rechte Seite, also den ganzen Zoom nach oben machen, da sehen wir viel mehr von der Halle. Ja? Wir können jetzt hier aber nichts drehen, aber sobald wir hier auf Schräges gehen, da sehen wir hier so Pfeile und dann können wir anfangen zu drehen. Ja? Jetzt auch nicht zoomen, aber wir können drehen und gucken, was haben wir denn so hier an Hindernissen, Steinen, wenn ich im Offroad, im Gelände im Offroad unterwegs bin. Ja, was habe ich da so? Das ist richtig cool, finde ich. Es geht noch schräger. Ja. Also, dann haben wir richtige breite Ansicht von der Seite, von hinten, ob sich da irgendwas befindet, was wir nicht sehen. Und wenn wir aus dem Fahrzeug rausgucken, weil unser Winkel ist ja sehr begrenzt, wenn wir aus dem Fahrzeug rausschauen, da finde ich das schon echt eine coole Geschichte. Oder ich mache wieder die Draufsicht. Oder ich gehe an die Nahsicht ran von oben, ja, das Zoom, ja. So, hier, Parkpilot deaktiviert, Fahrweg kontrollieren, okay, lassen wir an. Dann können wir hier noch zum Beispiel die Farbintensität machen, ja, so schwarz-weiß oder Farbe. Dann Helligkeit. So, und hier haben wir die Helligkeit, ja. So, geht's, hier wird es dunkler und heller. Entschuldigung, habe mich da verquasselt. So ungefähr, ja. Lassen wir das mal so, dann hat man da so eine optimale Einstellung. Ja, dann kann ich natürlich das wieder wegdrücken. So, drücke ich wieder drauf. So, mache ich zum Beispiel einen Rückwärtsgang rein. So, dann zeigt es mir hier links das in klein an. Sehe jetzt nach hinten, was kommt, aber eher so ein begrenztes Feld. Gehe ich, also man sieht jetzt hier ungefähr bis dahin, mache ich das auf, geht das Feld viel, viel weiter. Also wenn ihr noch mehr sehen wollt, drückt das hier weg. Wenn ihr nur rückwärts fahren wollt, dann seht ihr viel mehr hinten raus nach rechts und nach links. Ja. Und ansonsten können wir dann auch noch die Linien verändern. Ja. So, was zeigt es mir irgendwo an in dem Fenster und was habe ich auch, was kommt hinten an, wenn ich zurückfahre an, zumindest Lenkrad bewegt, ja, dann gehen die Linien mit, ja, was zeigt es mir da hinten alles so an, was ist im gefährlichen Bereich etc., ja, Anhänger-Modi, ja, oder Anhänger-Modus in dem Fall, so, und dann kann ich da gucken, okay, wie weit brauche ich noch, bis ich an meinem Anhänger dran bin, ohne dass es Macken gibt, oder ich gehe auf den Zoom-Bereich, dann haben wir
boah, das ist ein Winkel von fast 180 Grad, ja, und dann sehe ich an den Ecken viel mehr raus hinten, ob da was kommt oder nicht, aber mit dem Auspackassistent und mit diesem Einstellungsmodus hier ist es natürlich eine perfekte Geschichte auszupacken. Dann kann ich natürlich auch wieder hier die ganzen Farben etc., die Schärfe ändern, ja. Hier gehe ich wieder auf die ganz normalen Linien zum Einparken, hier zum Querparken, ja, das zeigt es mir hier ja auch an. So, ja, dann passt es, ne? Also ist eine coole Geschichte mit dem Lenkrad, das ist zwar aus, aber wenn ich es ein bisschen bewege, seht schon, dann gehen die Linien mit. Ja, drücke ich wieder drauf, wird es ein bisschen kleiner und da ist unser 360-Grad-View wieder mit dabei. Ja, eine tolle Geschichte. Ja, würde ich sagen, wir checken weiter, wir testen weiter. Macht's gut. Ja, danke fürs Schwadenchecker schauen. Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Und wenn ihr uns weiterhin folgen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt ihr immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben. Vielen Dank dafür. Jetzt habt ihr hier noch...